Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Wir fahren heute mal wieder auf der Map Lemmental Version 3 und fahren die Linie 459 nach dem Grünhöfchen vom Hauptbahnhof ZOB oder nur vom ZOB? Keine Ahnung. Das ist unser Gefährt. Es ist der Facelift in einer etwas anderen Variante. Ich habe zum einen die Felgen ein bisschen verändert. Ich meine, sie sehen jetzt nicht perfekt aus, aber ich finde sie schon mal etwas besser als die Originalen. Die sehen nämlich so komisch aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, ich muss das noch ein bisschen überarbeiten, damit es noch besser aussieht. Aber ich finde es so schon besser, weil die normalen haben so wahnsinnig geglänzt, als wenn sie aus Glanzmaterial, keine Ahnung, als wenn sie aus Glanz wären. Das ist unser Bus in Gold. Fragt mich nicht, woher ich das repaint habe. Ich weiß es nicht. Muss von irgendeiner Map, glaube ich, dabei gewesen sein. So, nee, ich wollte Wetter machen. Sommerlich. Warum leuchtet das Stoppsignal? Das verbuggt oder? Ja, es ist verbuggt. Naja, aber jetzt zeige ich euch das Beste an diesem Bus, was so besonders ist. Na, ihr seht das schon, oder? Ja, wir haben nämlich ein anderes Dashboard. Genau, das Lenkrad ist ein bisschen schöner. Das Dashboard an sich hat eine schöne Textur. Es sieht ein bisschen realistischer aus alles, ne? Gut, der Türknopf ist... Über den lässt sich streiten, ob der jetzt so realistischer ist als vorher. Man kann den alten ja wieder einfügen, ist ja an sich kein Problem. Warte mal, der hat ein anderes Klacken irgendwie. Wobei? Der ist normal, ne? Vielleicht bilde ich es mir gerade ein, aber naja. Ach, was mir gerade mal einfällt, diese Sitztextur muss man eigentlich auch mal ändern, aber... Ich werde noch viel ummodden bei dem Bus, so ist das nicht, aber nur Texturen eigentlich, weil der Rest ist mir zu schwierig so. Ja gut, das ist jetzt nicht so ideal gelungen, das habe ich immer noch nicht gemacht, ich weiß, habe ich schon seit längerer Zeit nicht gemacht, ich vergesse es aber immer wieder und ne, die Textur muss ich nochmal verändern. Es gibt ein paar Sachen, die ich mal ein bisschen ändern muss, ein bisschen fresher machen muss. Ich möchte wieder einen Holzboden reinklatschen, sieht nämlich ein bisschen schöner aus als dieser Boden, wie ich finde. Quasi aus dem C2 der Boden. Vor einer VH-Version. Genau, 459. So, in 14 Minuten fangen wir an. Dann machen wir mal 43,50. Was war das für ein Satz? Wir fahren ZF Ecolife. Den 903er oder 906er. Ach scheiße, ich vergesse es immer wieder. Ja, es passt mit dem Spiegel, ich bin mir nicht sicher. Das ist dann um sich immer ein bisschen schwierig so einzuschätzen, so grob. In echt sieht man das ja mal ein bisschen besser. Man hat ja nicht die 3D-Sicht in OMSI. Wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt den Bus auch übrigens mit der Cockpit-Version mit dem Drehzahlmesser. Habe ich eigentlich eingefügt, aber irgendwie funktioniert es nicht. Muss doch da hinten halten. Oder? Hier vorne. Möchte ich noch gerade stehen. So. Und es gibt noch die Version, dass er hier, ich glaube hier ist das, einen Aufkleber drauf hat. Habe ich eigentlich auch aktiviert, aber ich weiß nicht, irgendwie hat es jetzt nicht so richtig funktioniert. Achso, warte mal, 90. Dankeschön. Ja, eine Tageskarte bitte. Dankeschön. Hallo. Ja, dieser Aufkleber, der hier war, ist auf Französisch gewesen. Ich habe ihn nochmal anders gemacht, über Pentnet, auf Deutsch. Da steht dran, vor
Nee, warte mal, was steht da genau dran? Bevor Gang einlegen. Vor Gang einlegen, Betriebsbremse betätigen. Ja. Gut, finde ich aber auch nicht schlimm, dass es jetzt nicht funktioniert hat. Dieses Cockpit gefällt mir deutlich besser. Sowohl von der Farbe, deutlich satter aus, als auch vom Lenkrad und alles. Es gibt das Lenkrad übrigens auch noch in der hellen Version. Das kann man auch über CTI-Datei einstellen. Das ist halt ein bisschen abgegrabbelter, ne? Bisschen heller alles. Nächste Haltestelle, Lemmental-Engelsfuhr. Das ist eine ganz kurze Linie. Aber macht nichts. Ich bin hier noch nicht gefahren. Kann man mal machen, ne? Ich denke mal, auf dem Rückweg werden wir dann den gleichen Bus fahren. Aber das wird dann doch in der nächsten Folge geschehen. Weil es ist auch blöd, wenn die Folge zu lang ist. Dann guckt sich das auch wieder keiner an. Kurze Folgen werden immer besser. Hallo. Hallo. Finde ich auch gemütlicher zu gucken. Passt immer so von der Länge, ne? Und jetzt finde ich, ist der Facelift erst recht ein perfekter Bus. Aber das war noch der kleine Feinschliff. Nächste Haltestelle, Lemmental, Bahnhof Ost. Umsteigemöglichkeit zur Linie 461 zum... Wenn ihr das auch haben wollt, müsst ihr einfach mal nach googeln oder... Ich weiß gar nicht, müsst ihr mal um sie vor unter Busmods gucken. Müsste relativ weit oben stehen. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich den Link in die Beschreibung. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Moin Moin allerseits. Einmal Tageskarte. So, 11:20 Uhr. Danke. So, das war der Pfeil, wo ich durchgefahren bin. Boah, der Scheiße. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Hallo. 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 Tag. Ausfall ABS, perfekt. Übrigens, habe ich euch gar nicht gezeigt, die Hupe. Hallo. Habe ich geändert. Ist aus dem Aachener Facelift. Die gefällt mir viel besser, wenn ich ehrlich bin. Dankeschön. Viel cooler als die Standard MAN-Hupe. Er kommt überhaupt nicht vorwärts, der Bus. Ganz schwacher Motor. Und schwaches Getriebe. Alles schwach. Aber ein schöner Bus. Und ein
schöner Getriebesound. Ja. Ich kann echt gerade nicht reden. Und schief auch nicht. Hallo. Warum lädt er nicht nach? Hallo? Ich dränge mich mal vor. Ich bin Bus, ich darf das. Weil was soll ich sonst machen, ne? Irgendwie muss ich mich hier reindrängen. Nächste Haltestelle, Lemmental-Altborner Weg. Nächste Haltestelle, Lemmental-Altborner Weg. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 452 guten Abend. Und guten Abend. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Ach, schön zu wissen. Ab 18 Uhr sagen die also guten Abend. Was bist du? Ah, Bagger. Wow, Retarderstörung. Cool. Was will noch kaputt gehen? Da ist der Bus durch. Wollt ihr noch einmal raus? Nein.
Hallo. Sind wir da. Ist ja doch ein bisschen länger als 30 km/h. Ritzholz, alter Bahnhof. Oh, das mit Citaro L wäre bestimmt ganz geil, oder? Na gut, wobei so spektakulär ist das jetzt auch nicht, aber. Kann man ja mal machen auf Rotweg, ne? Boah, fährt der Scheiße. Fährt der Scheiße. Unglaublich. War klar. Führerschein die Wunder. Ja. Hier mal drauf raus. Ja. Dass der Retarder schlapp macht. Man bremst wesentlich anders. Und der ABS ist auch. Also, der ist schon ein bisschen anders, das Bremsen. Alter, ich muss voll in die Eisen gehen. Das war die Linie, die ich mal mit Incapacity gefahren bin. Weiß gar nicht, ob ich die aufgenommen habe oder nicht. Marut hier aus dem Bus. So, meine Damen und Herren, das war's mit der Folge um C2. Wieso fährt der Spacken denn da nicht? I press the fan licht, when he drives. Ja, was ist denn D? Ach ja, D ist der Drive. Ich wollte gerade sagen, was ist denn der D-Taster für einer? Gut, meine Damen und Herren, that was with the Folge um die Doors. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüsse und bis zum nächsten Mal. Und schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Dashboard gefällt und der Bus. Und die Map und die Linie und die Folge. Gut, tschüss.